Nein! Verpiss dich einfach, bitte. Mann! Alter! Langsam hasse ich Creeper echt extrem. Ich würde sagen, der ist elendig verbrannt. Na gut, was heißt elendig? Er ist verbrannt. Ich glaube, das Schwein da oben, das werde ich irgendwann nochmal huldigen. Das wirkt irgendwie heilig, so über den Ding. Nö. Nein, nein, yeah. Gut. Ich weiß gar nicht, ob das laut genug ist hier jetzt im Moment. So von meiner Stimme her, damit ihr meine liebliche Stimme auch immer schön hören könnt. Brr. Keine Pfeile mehr. Brr. Okay, einen brauchen wir aber noch. Ach, da stackt auch noch eine drin. Was heißt stackt? Wie nennt man das? Doch, stuck. Stimmt. Irgendwo feststecken. Too stuck. Ja, ich bin. I am a really English Profi. Was willst du tun? Hier können wir auch noch dort reinfüllen. Das sieht ja hässlich aus so. Brauchen wir auch erstmal kein Bett mehr eigentlich für die Nacht. Schön. Gut, dass wir das so schnell zusammengefarmt gekriegt haben. Aber Holz brauchen wir immer noch und ich stack. Ich stackte, ja genau, ich stackte. Mann! Stack. Da, live, Mann. Was ist los mit dir? Eine neue Axt brauchen wir auch bald. Aber zum Glück haben wir ja noch Eisen ohne Ende. Das war gerade fair. Schweinchen. Ja, sobald Schweine fliegen können, ne? Kennt man ja. Das hier kann zwar nicht fliegen, aber es müsste eigentlich mal geflogen haben können. Sollte, müssen. Weil wie soll es sonst da hingekommen sein? Ja, gut. Erdbeben. Auf meinem Stand ist da oben auf einem einsamen Stein, aber warum können Steine fliegen? Wenn das jetzt ein Wollblock wäre, würde ich sagen, das ist Son Goku, weil es auf einer Wolke schwebt. Ja, schwebt. Wollte ich eben schwebt sagen? Toll. Erstmal hier Nom Nom. Ein Apfel! Ja! Kurz am Arm jucken, der andere auch noch. Wir brauchen uns ja erstmal noch gar keine Axt machen. Wir haben ja noch. Aber jetzt können wir uns hier erstmal wieder Wooden Planks und Kisten. Eine Doppelkiste sollte erstmal reichen. An sich. Das ist ein bisschen scheiße mit dem Boden gerade so, aber was will man machen? Voll die Bremse im Hören, glaube ich. Ja, voll die Bremse. Moment, erstmal die Bäume hier wieder irgendwo hinpflanzen. Planlos, hey! Aber oh, man kennt das ja nicht anders von mir. Das muss.
Okay. Insert chest right here. Die Bricks brauchen wir erstmal gar nicht. Und dann können wir uns. Obwohl, aus den Bricks kann man sich doch Treppen bauen, glaube ich, oder? Das wäre natürlich richtig epic. Ja, nice. Können wir uns gleich mal 12 Stück craften? Ja, ich kann Mathe. Ich habe gelernt. Habe ich überhaupt gelernt? Also ja, das kann ich auch mal ansprechen. Also irgendwie diese Internet, ja, will ich es jetzt Legenden nennen, nennen wir es mal Legenden. Also diese bekannten Videos auf YouTube, die eigentlich jeder kennt und die auch schon seit Jahren irgendwie im Internet rumkursieren. Das ist irgendwie voll genial. Von wegen, was zum Beispiel jeder kennt hier, der echte Gangster, was willst du tun? Und das gucken sich wirklich jeder an. Also das hat zumindest jeder schon mal irgendwie gesehen. Das merke ich selbst bei meinem, ja, bei Jüngeren. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht alt oder so, aber ich bin jetzt 16 und teilweise 12-Jährige gucken sich Videos an, die damals schon alt waren, als ich in dem Alter war, weißt du, und so das Internet entdeckt habe sozusagen. Mit den ganzen Schwachsinn, den es fabriziert und verbreitet. Das ist echt schon genial. Oder halt auch, manche Sachen versinken halt erst so ein bisschen wieder in der Versenkung und kommen dann aber irgendwie so in kleineren, ja, Gruppen, weiß ich, so im Freundeskreis oder so wieder hoch. Halt, auch teilweise, wenn ich das so merke, dass, ja, jetzt anderes Beispiel. So was wie SpongeBob oder so. Dass man halt immer nochmal so Zitate aus solchen alten Serien nochmal wiederholt irgendwie. Das ist schon irgendwie genial, muss man echt sagen. Also, das überrascht einen dann doch schon immer wieder. Machen wir uns hier mal wieder richtig viel Knochenmehl raus. Das ist natürlich immer das Tolle, alles besteht aus Holz und das dauert eigentlich immer relativ lange zum Wachsen. Beziehungsweise das Holz wächst ja nicht, sondern die Bäume. Aber das eine bringt das andere ja mit sich. Auch jetzt zum Beispiel, was letztes Jahr halt so extrem in war, hier Psycho-Andi oder so. Ne, warte, wie war das noch? Halt, stopp! Ja, das ist schon irgendwie. Schon. Das war schon eigentlich arm, wenn man es nicht kannte. Ist schon krass. Und heutzutage dreht sich wirklich alles nur noch so ums Internet. Und was ja auch nicht schlecht ist. Ich meine, zum Beispiel. Das sagt ja jede Generation über jüngere Generationen von wegen, ja, wir hatten es besser, weil. Dies und das. Zum Beispiel eure Eltern wahrscheinlich sind ja die meisten so in den, keine Ahnung, 60ern, 70ern geboren. Also jetzt so halt von meiner Generation, würde ich sagen. Und ja, da werdet ihr wahrscheinlich andauernd hören, ja, als ich in deinem Alter war, da hing ich nicht nur vorm PC, da war ich immer draußen. Also gut, damals gab es auch kein PC. Aber auch zum Beispiel, ja, da hatten wir zwei Fernsehprogramme oder so. Und, ja, das Ding ist einfach, ich finde, selbst die Jugendkultur, verändert sich halt. Das ist halt so. Es ist halt, jede Jugendkultur hat irgendwie was Neues. Ich meine, das merke ich ja selbst. Früher war es für mich einfach das Größte. Einen Game Boy Color zu haben. Da habe ich mich richtig gefreut, als ich meinen Game Boy Color gekriegt habe. Ich habe mich gefeiert wie sonst was. Also ich habe mich echt gefühlt wie ein König. Einfach nur, weil ich diesen Game Boy Color hatte. Und ja, heutzutage, weiß ich, ein 12-Jähriger ist ja eigentlich schon uncool, wenn er kein
Ja, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es kommt wirklich schon auch häufig so vor, dass wenn er kein iPod hat oder kein iPod Touch oder sowas, keine PlayStation 3 und kein COD spielt und das weiß ich. Bei uns war früher so das Härteste, was man gespielt hat, würde ich sagen. Also von wegen hier Brutalität und sowas, Pokémon. Wobei, ja, da war halt keine Brutalität. Vor allem nicht, als es noch nicht diese ganzen Animationen da gab, von wegen ja, Angriffsanimationen und sowas. Gab es ja früher alles noch gar nicht. Also in der roten und blauen und gelben. Das fing ja an, alles eigentlich in der Kristall. Also da waren ja so die ersten Bewegungen auch bei den Angriffen. Vorher, das war einfach so, ja, hat angegriffen, dann kam da so eine kleine Animation vom Angriff. Aber das Pokémon hat sich nicht mal bewegt oder so. Jetzt schweife ich wieder vom Thema ab. Ich komme hier wieder vom Brotbacken auf Arschbacken. Das ist schon wieder gar nicht mehr so gut. Ja, zumindest halt. Die Jugend verändert sich halt. Also, jede Jugend hat so Erkennungsmerkmale. Würde ich sagen. Also, es ist halt so, heutzutage hocken halt viele drin vom PC und machen sonst wenig anderes. Was ich auch echt schade finde, eigentlich. Weil. Ja gut, ich meine, in einer Woche kann ich das verstehen. Also wenn man Hausaufgaben gemacht hat und dann viele müssen halt wirklich relativ viel machen. Und ja, wenn die dann einfach sowieso keine Zeit mehr hätten, weil es ist 17 Uhr, sag ich jetzt mal, also 5 Uhr nachmittags. Und ja, man hat einfach nicht mehr Bock rauszugehen irgendwie zu Kumpels oder so, weil einfach auch sowieso kaum noch Zeit ist und man sowieso dann wieder zum Abendessen zu Hause sein soll. Und dann für 2 Wochen, 2 Wochen, oh, genau, für 2 Stunden oder so irgendwo hin. Es lohnt sich meistens nicht, also für einen persönlich. Und dann bleibt man lieber zu Hause. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das ist bei mir nicht anders. Aber dass die Erwachsenen sich da oft halt so extrem drüber aufregen, ist. Gut, ich meine, ist verständlich. Ich meine, geht wirklich ab und zu mal an die frische Luft. Das kann echt nicht schaden. Das ist. Gut für die Konzentration, auf jeden Fall besser für die Konzentration, als wenn ihr nur vorm PC hockt. Und ich wette, ja, später in eurem Leben werdet ihr sowieso viel vorm PC hocken müssen, beruflich. Weil heutzutage, selbst der Beruf des Mechatronikers, ist ja heutzutage mehr oder weniger, ich weiß, also ich habe nicht so viel Ahnung, aber es ist halt vieles auch schon einfach am Computer. Es hat halt mittlerweile wenig mit der Hand da rein und einfach gucken, woran es liegt, sondern es wird ja teilweise echt an den Computer angeschlossen und gesagt, da und daran liegt es. Und ja, ihr werdet noch genug in eurem Leben am PC hocken können. Ich meine, ihr werdet jetzt denken, ja, das sitzt sowieso gerade am PC und ne, warum sollten wir ihm glauben? Aber ja. Ich bin halt auch ein kleiner Suchti, nein. Also ich muss sagen, ich zock eigentlich relativ wenig, fällt mir auf. Eigentlich wirklich nur beim Aufnehmen. Und ansonsten eigentlich so gut wie gar nicht. Darum bin ich auch so ein Kacknoob. So, jetzt machen wir uns da oben mal ran. Es wird dunkel. Ich glaube, wir craften uns mal eben ein Haus. Genau, wir craften uns ein Haus. Das ist ja auch mal geil. So ein Haus craften. Weißt du, wie so ein Wurfzelt. Da klickst du einfach Rechtsklick auf Boden, da hast du ein Haus. Ach, wäre mal eine geile Idee an sich. Wenn es so einen Mod gibt, sag mir Bescheid. Den hätte ich auch gern. Hier so eine kleine Schlafnische rein. Aber die machen wir uns schön. Und zwar machen wir nämlich. Wie machen wir das denn? Da könnte man ja fast. Holztreppen. Ja, Mann. Live, du bist so cool. Nein. Aber das ist eine extrem geile Idee eigentlich. Ich will euch jetzt nicht spoilern. Guckt es euch einfach an. Warum klappt das nicht?
Fail. Okay. Fail. Wieder zu schnell geklickt. Kann man die eigentlich auch an der Wand setzen? Nein. Verdammt. Ja gut, wie mache ich das sonst? Dann müsste ich hier ja...